Die Idee, Schlager nachzusingen, hatten schon viele. Einer, der daraus eine eigene Kunstform kreiert hat, ist Dieter Thomas Kuhn. Er selbst bezeichnet sich als singende Föhnwelle. Durchaus nachvollziehbar. Nach einer langen Zwangspause sind seine Fans jetzt in Stuttgart wieder auf ihre Kosten gekommen. Er ist wieder da. Sag mir quando, sag mir wann. Dieter Thomas Kuhn und Band stehen nach 3,5-jähriger Corona-Pause erstmals wieder auf der Bühne. Die singende Föhnwelle, wie er liebevoll von seinen Fans genannt wird, begeistert am Wochenende in Stuttgart mehr als 25.000 Besucher bei einem ausverkauften Open-Air-Spektakel. Das hat mich natürlich jetzt schon überwältigt und überrascht. Aber es ging ja doch ruckzuck, bis das Ganze irgendwie hier die Karten weg waren. Und es freut uns und sagt uns natürlich auch, dass wir vermisst wurden. Hello Again, so heißt auch seine aktuelle Tour, auf der er schräg und schrill wie eh und je mit Schlaghose und Plateauschuhen seine Show abzieht. Dafür liebt die Schlagergemeinde ihn. Aus vollem Hals singen sie die gecoverten Klassiker des deutschen Schlagers mit. Auch sein mittlerweile berühmtes Brusthaar-Toupet trägt der 58-jährige Sänger an diesem Abend. Gerade erst hat er es sich als Meterware bestellt. In der Tat ist mein Brusthaar-Toupet von einer Meterware runtergeschnitten. Ja. Es sind ziemlich viele Meter, die ich habe. Das reicht noch ein paar Jahre, würde ich sagen. Verehrerinnen reißen es ihm auf der Bühne im wahrsten Sinne des Wortes regelmäßig vom Leib. Und hüten ihre haarige Beute wie einen Schatz, verrät der Sänger, der einst als Bademeister und Masseur arbeitete. Fast 3 Stunden lang geben Kuhn und seine Kapelle alles. Schließlich hat ihr Publikum lange genug auf eine Schlagerparty wie diese gewartet.